Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit Amaya und Celeste, die gerade ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Aber Amaya ist sehr gestresst. Immerhin geht's Celeste sehr gut, was mich sehr, sehr freut. Wir haben ja noch einige Zeit mit ihr als Säugling. 16 Tage, um genau zu sein, was sehr wild ist. Ich glaube, so lange habe ich noch nie mit einem Säugling gespielt. Aber es ist okay. Wir kriegen das hin. Es stimmt, Amaya hasst Geschicklichkeit. Ich habe es ein bisschen vergessen. Aber es ist wichtig, Dinge zu reparieren. Huh? Heute ist die 13. Folge, deswegen hoffen wir mal, dass kein Unglück passiert, weil sonst bin ich saui. Ach, die süße Maus ist glücklich. Aber sie möchte Haya machen. Ja, komm. Mach doch selber Haya. Weil dann kann Mami ihr Video bearbeiten. Teil für Sanitäranlagen 30. Yay. Ich liebe das Outfit ja so, ne? Sie sieht so cool aus. Amaya ist so eine hübsche Maus. Dann mal schauen, ob sie das hier gut hinbekommt. In eine Phase eintreten. We love it. Aber sie hat auf jeden Fall die Medienproduktionsfähigkeit erreicht und sie möchte ein bisschen auf Distanz gehen. Naja, Zeit für sich brauchen ist ja nichts Schlechtes. Kannst du jetzt bitte dein Video weiter bearbeiten? Das ist voll wichtig. Dein Kind schläft eh, weil wir brauchen das Geld, Girl. Ja, ungefähr so sieht es auch aus, wenn ich hier meine Videos schneide. Luna möchte vorbeikommen. Klar, kein Problem, Girl. Wir fühlen uns aber auch schon wieder zu schlecht für unseren Garten. Es ist schrecklich. Hi. Für den Kick kämpfen, ich glaube nicht. Könnt ihr reden? Wie wär's? Das Outfit von ihr sieht so süß aus. I like it a lot. Also die Qualität ist mittelmäßig, aber es ist gut genug. Deswegen laden wir es doch einfach mal hoch. So, ich bin so gespannt. Aber jetzt kriegt sie ja dann auch wieder ein bisschen mehr Ruhm. Also noch sehen wir davon nichts. Aber potenziell könnt ihr mal ein bisschen Spaß miteinander haben. Also, nichts Romantisches unbedingt, aber seid mal ein bisschen lustig. Oh, mein Babygirl ist wach. Muss ganz dringend gebadet werden. Sie guckt sie einfach nur so an, so. Jeremy möchte, dass wir zu ihm kommen. Wir sagen so, ja, komm lieber zu mir. Weil, ja, ich sehe das jetzt gerade nicht. Juhu, die kleine Maus ist saubi. Spiele 5 Stunden. Glaube, wir spielen schon länger. Kann Luna sie vielleicht füttern? Yay, süß. Hello. Man kann jetzt zum ersten Mal so seine Tattoos ein bisschen sehen. Beziehungsweise, okay, als sie nackig waren vielleicht. Hi. What up in the club? Er ist absolut gelangweilt. Warum das denn? Sie hat sich ja eh gewünscht, mit ihm zu reden. Also passt das ja. Sie wünscht sich, ihn offiziell zu fragen, ob die zusammen sein wollen. Okay, ich habe ja gesagt, also ich will jetzt ja auch nicht unbedingt was erzwingen oder so. Aber sie hat hier als Wunsch, dass sie mit ihm zusammen sein möchte. Also gehen wir das doch an. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wenn sie das möchte, dann sagen wir, hey, du siehst heute richtig gut aus. Man sieht dich meistens ja nicht so mit kurzen Sachen. Was, werden wir ihn einfach mal anflirten? Sie hat uns unser Kind zurückgegeben. Sie wird auch so verwirrt sein von ihrem Leben, ey. Er hat auch einen Crush. Jetzt geht's los, Leute. Er ist kokett. Jetzt geht's aber sowas mal los. Wir hauchen mal einen Kuss. Hauptsache, Celeste greift da so ein. Sie so, nja. Jetzt spielt ihr Kuckuck mit ihr. Warum ist er jetzt traurig? Was ist jetzt seine Mission? Kannst du Celeste vielleicht absetzen? Oh mein Gott! Why? Okay, er stellt es wenigstens direkt wieder hin. Die rast aus. Was haben wir denn, was wir ihm schenken könnten? Nix, ne? Ein Kondom. Ich glaube nicht. Er zeigt uns erstmal ein Foto. Toll. Er findet sich auf jeden Fall richtig geil. Macht erstmal ein Selfie. Sie ist so. Oh mein Gott. Das macht mich richtig fertig auch. Meint ihr, er würde ja sagen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh. Er so, was ist mit dir? Nein. Vielleicht hat er auch einfach Angst, dass es noch ein Kind dabei rumkommt, aber ich meine, wir haben Kondome, aber die Liebe ist dadurch nicht runtergegangen, also. Oh, du hast mir den Tag versüßt. I cannot. Er geht jetzt schon wieder joggen, ich kann das alles nicht mehr. Also er labert uns auf jeden Fall die ganze Zeit zu, also irgendwie, irgendwas scheint da ja zu laufen, ja? Okay, er muss los. Und sie muss ab morgen wieder arbeiten. Nee, ab Dienstag erst. Alles gut. Ja, ich lasse Celeste jetzt erstmal da liegen. Sie wird sich schon melden, wenn sie was braucht. Sie hat Hunger und braucht eine neue Windel. Guten Morgen, liebe Sorgen. Um 1 Uhr nachts. So, Windel gewechselt. Die Frau braucht echt ein bisschen Spaß, ne? Also, es geht gar nicht. Gute Nacht, du kleiner Schatz. Sie isst erstmal ihren Zeh. Wie kann man so süß sein? I can't. I love her. Sie ist die ganze Zeit happy, ne? Obwohl sie so ein bescheidenes Leben hat. Ich lieb's ja. Oh, sie lernt gerade was. Hui. Auf den Bauch rollen? Sie kann Bauchzeit verbringen. Ganz alleine. Supi. Oh, I'm so proud of you. Oh, Rabatttag. Rabatttag.
Sie ignoriert diese Tradition, weil sie ein Teenager ist. Aber wir kriegen trotzdem die Vorteile. Wir haben halt nur nicht so viel Geld. Warte, wir warten, bis wir von unserem Video das Geld bekommen. 6.30 Uhr, ran an den Tag. Yikes. Sie ist schon wieder traurig, weil sie schlafen will. Dann soll sie das halt ganz einfach tun. Was, wenn sie ein Modevideo macht? So, und dann sagt sie so, ja, also Secondhand kann man auch coole Sachen zusammenstellen. Es gibt Post. Nein. Nein, 4.32 Uhr. 67, immerhin. So, sie braucht irgendwas, womit sie Spaß haben kann. Also, ich würde ja sagen, vielleicht irgendwas, womit man Musik hören kann. Wie wäre es damit? Weil dann kann sie auf jeden Fall auch tanzen und so. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und dann, weil wir süß sind, kaufen wir noch diese Blöcke und einen Teppich. Also, macht ja Sinn fürs Kinderzimmer so. Das ist doch süß. Das ist richtig unnötig. Aber es ist egal. Wir kriegen ja Geld zurück. Deswegen hoffentlich können wir dann trotzdem unsere Rechnung bezahlen. Ansonsten haben wir ein Problem. Coole Outfits trotz Secondhand. Hashtag Secondhand. Hashtag Outfit of the Day. So. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, ganz schnell weg, Girl. Hi, Girl. Okay, wir haben nur die Rechnung bekommen. Schade. So, wir können jetzt die Musik anmachen. Und dann danst sie einfach mal ein bisschen. Weil dann kann sie sich, wenn sie sich besser fühlt, um ihren Garten kümmern, vielleicht. Und vielleicht lässt sie sich von Sophia füttern. Bitte. Amaya braucht auch mal eine Auszeit, ja? Also so als alleinerziehende Mutter mit 16 oder so ist es halt nicht so einfach. Ich will das nicht. Aber sie freut sich über die Musik. Wow, steigt der Spaß langsam an. Ich kann nicht mehr. Komm, ihr könnt ja zusammen sitzen üben. Das ist bestimmt auch gut. Girl, du bist glücklich. Hör auf zu weinen. Ich dachte, ihr wollt sitzen üben, Leute. Irgendwie ist ihr Spaßbedürfnis verbuggt. Was soll das? Üb doch jetzt sitzen. Ich raste gleich aus. Kann das nicht alles nicht mehr, Leute. Danke. Juhu. Oh, süß. Es sind diese Momente, die ich liebe. Süß, die können auch dazu tanzen. I love it. Sie hat irgendwas erreicht. Sie kann sitzen, oder? Ja! I'm so proud of you. Oh, erstmal einkacken. Ciao, Sophia. Und dann wird gedanced, meine Liebe. Oh mein Gott, die verlieren an Qualität. I can't. Aber ich kann halt nichts tun. Einfach Level 4. Oh, sie macht higher. Ist okay. Lass mich in Ruhe. Sie fühlt sich immer noch zu gestresst, glaube ich. I can't. Aber wir können einmalig einen Gartenservice engagieren. Wir haben keine Kosten dafür. Einfach nur, damit uns die Pflanzen nicht wegsterben, Mann. Sophia möchte mit uns auf ein Festival gehen, aber wir haben keinen, der auf unser Girl aufpasst. Und es kostet Geld und wir haben eigentlich gerade kein Geld. Das ist ein bisschen wild alles. Deshalb der Gärtner erst morgen kommt. Bis dahin sind unsere Pflanzen schon tot. Sie mag die Musik nicht. Ach, weil es Klassik ist. Warte, dann wechseln wir den Sender halt, hä? Sommerhits, let's go. Eine Spende, ist klar, weil wir so viel Geld haben, oder was? Wann kriegen wir das Geld eigentlich zurück? Ich will meine 10%. Oh mein Gott, Lilith war Tor, Alter. Go away. Die kleine Maus wacht jetzt jeden Moment auf. Dann wird hier gegessen. Ich glaube, ich kriege meine 10% nicht, oder? Ah! Vlad, geh bitte einfach. So, ihr Spaßbedürfnis wurde mehr oder weniger regeneriert. Und jetzt wird einfach higher gemacht. Dass sie immer so mitten in der Nacht hier rumdanzt, ne? Wie sonst was. Ich meine, es ist schon sehr realistisch so. Und um 6 Uhr früh geht sie dann nochmal in die higher, ey. Es ist einfach wild. Good morning in the morning. Ja, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Es tut mir noch leid. Wir können Junk-Mails aussortieren. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Hey, 79 Simoleons für unser Video. Oh mein Gott, sie hat sich komplett eingeschissen. Was ist das denn? 65% auf jeden Computerkauf. Okay, und der Gärtner hat sich hier rumgekümmert. Danke. Also wisst ihr, wann man nicht reich mit einem Garten in Sims wird? Wenn man immer angespannt ist. Normalerweise ist der Garten das heftigste Mittel, gefühlt, mit dem man reich werden kann. Er möchte schon wieder, dass wir kommen. Na gut, aber wir nehmen, als ob wir Celeste nicht mitnehmen können. Okay, dann nehmen wir keinen mit. Und Celeste ist natürlich in der Obhut von entweder unserem Kindersitter oder halt unseren Girls. Vielleicht kommt unser Kindersitter einfach. Hi. Ich muss erstmal Simoleons abziehen. Au. Wir haben halt echt kein Geld. Wir jammern über unser unfaires Leben. Aber er scheint ja auch Schule zu schwänzen, also. Er redet erstmal über Sandwiches. Wollen wir ihm eine Rose anbieten? Das findet er ganz toll. Nice, nice. Sie sind doch beide direkt kokett einfach, ne? Differenzen beilegen, das ist so passend. Er redet übers Bett. Mhm.
I see what you did there. Okay, das hat mir nicht gefallen, die Differenzen beizulegen. Also, ich bin trotzdem anderer Meinung. Aufreizend posieren, das ist definitiv eine Sache, die sie tun würde. Bei Jeremy. Und ihm gefällt's ja auch. Auch Babyfotos teilen. Das sehe ich. Ich meine, er kommt ja auch recht oft vorbei, aber trotzdem ist es seine Tochter. Also hat er auch ein Recht darauf, mal ein Foto zu sehen. Also nee, ich will kein Babyfoto sehen. Lass mich in Ruhe. Also immer, wenn ich was Freundschaftliches mache, dann hasst er es. Aber wenn ich romantisch mache, dann ist er so, geile. Wir können seine Hände küssen. She should try it. Er findet das gut. Nice. Machen wir alles ein bisschen fertig hier, ne? Aber so richtig steigen tut's trotzdem nicht. Also schon, aber nur so minimal. Also das ist ganz wild hier. Ich krieg gefühlt auch immer weniger Auswahlmöglichkeiten. Das macht mich fertig. Ich habe die ganze Zeit Angst, ihn nochmal zu fragen wegen Rumschmusen. Wo geht er hin? Er ist weg. I can't do this anymore. Nee, er ist da. Wieso geht er immer joggen? Gibt's hier irgendwo eine Bank? Hier ist doch schön. Okay, die chillen jetzt hier hinten. Aber ich wollte, dass die da sitzen. Sie mag Witze. Klar. Okay, sie setzt sich jetzt auch hin. Perfekt. Ich habe vergessen, dass er böse ist. Pff. Küssen? Kann ja mal knuddeln versuchen. Vor allem diese Folge kommt an Valentinstag raus, ne? Ich lieb's ja. Okay, aber das ist schon ein bisschen süß. Aber er hat immer so diesen schelmischen Gesichtsausdruck, ne? Also, es ist wild. Dann küss ihn doch einfach mal. Aber sie sind gerade schon ein bisschen happy, ne? Also, ich weiß nicht. Okay, er hat wieder mehr Gefühle für uns. Let's fucking go. Ihr macht mich fertig. Das ist so hoch und runter. Ich kann das alles nicht mehr. Nach romantischen Interessefragen vielleicht? Sind wir nah genug beieinander, dass er das jetzt sagen möchte? Anscheinend. Guck, er ist verknallt. Also, I am confused. Wieso kriege ich nicht mehr Optionen? Ich will... Sie kann Ständchen bringen, Alter. Wir ärgern ihn mal kokett. Ich finde die Interaktion immer richtig süß. I love it. Dann hauchen wir noch einen Kuss. Ich verstehe das ja schon manchmal nicht. Aber das ist so süß. I am really confused about what you feel. Wollen wir ihn Ständchen bringen? Oh, ich glaube, es gefällt ihm. Sie kommt zu spät zur Arbeit deswegen. Aber es ist okay. Das hier ist wichtig. Er fühlt sich richtig gut deswegen. Bye, ich muss arbeiten. Hardworking Mom. Wir engagieren natürlich einen Sitter. Weil dann können wir uns um sie kümmern. Aber sie ist anscheinend bei der Tagespflege. Also ich liebe dieses Spiel. Ah, jetzt geht's. Hallo, kannst du mir was zu essen geben? Meine Kamera ist leer. Schon wieder. Lass mich Haya machen. Und er macht Essen. Pasta. Lieben wir. 160 Simoleons. Wir können die Rechnung bezahlen. Immerhin. So, und ihn können wir wegschicken. Ab in die Haya. Nachts durchschlafen. Geil. Es ist zwar 5 Uhr, aber es ist okay. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. So, du kannst essen und kannst nebenbei ein bisschen Musik hören. Was man halt so macht an einem Morgen. Ich liebe das ja so, dass das so die Farben wechselt und so. Ne? Das ist voll mein Jam. Ich habe gehört, dass du dich mit angefreundet hast. Ja, er ist mein Babysitter, aber okay. Also nicht meiner, sondern der von meinem Kind. Also aus dem Alter sind wir dann doch schon raus. Kann sie aufräumen und Musik hören? Ich glaube nicht. Schade. Oh, sie macht schon wieder Haya, die kleine Maus. Ich bin das, Alter. Ich gehe auch immer alle 3 Sekunden schlafen. So, sie hat auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr Spaß in der Backen. Und dann bearbeiten wir das Video, denn wir brauchen die Kohle. Sophia möchte vorbeikommen, klar. Immer gerne. Okay, sie ist einfach gegangen. Warum? Egal. Oh nein, sie hat sich eingekackiert. Passiert. Oh. Jetzt ist Sophia wieder da. Hä? What up in the club, girl? Das Video ist auch mittelmäßig, aber es ist okay. Wir laden es hoch. Ach süß, sie legt sie dann jetzt hier hin und dann lädt sie das hoch und hat trotzdem ein Auge auf ihr Girl. Sie möchte jetzt hier auf den Boden in der Haya gehen. Naja. Ihr ausgezeichnetes Gespür für Mode hat Amaya 21 Follower eingebracht. Vergiss nicht, je mehr Follower du hast, desto leichter ist es, deine Fashion-Looks auf Trendy zu verkaufen. Ich wusste nicht, dass das zusammen funktioniert. Es ist wild. Wow, wow, wow. So, und dann posten wir. Wir promoten auch alte Videos. Und wir antworten auf Kommentare. Das ist voll wichtig. Elaine ruft an. Uff, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt schon bereit dafür sind, sie wiederzusehen. Sie sagt einfach, yo, ich kann nicht. Also ich glaube, sie will erst so eine richtige krasse Bude haben, bevor sie dann sagen kann, hier, schau, das habe ich mir ganz allein aufgebaut. Ich meine, es ist zwar schade, dass sie quasi deren Enkelkind quasi vorenthalten. Das war, glaube ich, grammatikalisch nicht ganz richtig, oder? Weil, also Amaya hält den beiden ja das vor. Oh mein Gott, hi, Jeremy, hi. Und das ist natürlich schade, aber ich sehe jetzt auch nicht, wieso sie sagen sollte, ja, nur wegen dem Kind spreche ich jetzt so mit denen, obwohl wir halt übel heftigen Stress haben. Jeremy, what up in the club? Wir können einfach mal gestehen, verknallt zu sein. Wie wär's mit dem Essen in der Hand? Okay. Warum ist der traurig? Okay, okay, okay. Übertreibt halt. Warum ist er jetzt so sauer? Sie hat gerade automatisch, ohne dass ich was gemacht habe, gesagt,
gesagt, ja, lass mal was miteinander starten. Und er so, ja, okay. Könnt ihr bitte verhüten? Sie kommen vor allem zu spät zur Arbeit. Und das Kind ist im Raum. Kann das alles nicht mehr, Leute. Ihr habt nichts gemacht. Weh, ihr habt nicht verhütet, ne? Dann raste ich aus. Aber es war total toll. Freut mich. Ach, sie haben verhütet. Gott sei Dank. Ihr macht jetzt erstmal Haier. Ah, super. Kann das alles nicht mehr, Leute. Sie kann jetzt kriechen. Hierhin rutschen, Alter. Süß. Ich lieb's ja. Oh, es ist so dumm. Ja, let's go. Spiel mit den Klötzchen. Jawollo. Hallo, kannst du mir was zu essen geben? Oh mein Gott, sie wurde befördert. Sie verdient jetzt 48 die Stunde und hat 244 extra bekommen. Ich bin so stolz. Das war ja mal ein aufregender Tag, würde ich sagen. Sie sieht auch sehr zufrieden aus. Also, dieses Let's Play macht mich nach wie vor fertig. Von vorne bis hinten. Aber wir haben meiner Meinung nach kein Unglück erlebt, was sehr, sehr schön ist. Also es war ja ehrlich gesagt ziemlich positiv. Und ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin gespannt, ob er eine Beziehung mit uns eingehen wird. Vielleicht gehen wir das ja beim nächsten Mal schon an. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!